10 Uhr in einem unauffälligen Wohngebiet in Bonn-Duisdorf. Einer der mutmaßlichen Haupttäter des Goldraubs, der Mann im schwarzen Trainingsanzug, wird abgeführt. Aus Sicherheitsgründen müssen wir alle an der Festnahme beteiligten Personen unkenntlich machen. Dem Festgenommenen haben die Beamten Fußfesseln angelegt. Rückblick. Kurz nach 6 am Bonner Polizeipräsidium. Allein 30 Beamte der Polizeidirektion Ludwigsburg sind angereist, um die Festnahmen und Durchsuchungen zu koordinieren. Mit dutzenden Einsatzfahrzeugen verlassen sie das Präsidium und rücken zu 14 unterschiedlichen Objekten aus. Zum Brüserberg in Bonn, nach Meckenheim, Rheinbach und Bonn-Duisdorf. Eine knappe Stunde später treffen sich die einzelnen Trupps nicht weit von ihren späteren Einsatzorten ein letztes Mal. Die Beamten sind bereit für den Zugriff. Nachdem in 2 Objekten niemand angetroffen wird, ist eine Festnahme im Ortsteil Duisdorf geplant. Einer der Haupttäter soll bei seiner Ex-Freundin untergetaucht sein. Dann geht alles ganz schnell. Ein unauffälliger blauer Kastenwagen fährt vor. Beamte des Kölner Spezialeinsatzkommandos steigen aus. Die Männer sind schwer bewaffnet. Sie arbeiten sich vorsichtig vor. Haus Nummer 3. Hier hält sich einer der Haupttäter auf. Die Schwierigkeit: Das Haus liegt in der Nähe einer Schule. Die Polizei wartet ab, bis der Unterricht begonnen hat, alle Schüler im Klassenraum sind. Passanten werden zusätzlich ferngehalten. Um kurz nach 8 klicken dann die Handschellen. Die Ermittler bringen den Mann, einen 24-jährigen Deutschen, nach Stuttgart zur Staatsanwaltschaft. Dort wird er zur Stunde verhört. Im Beisein seines Bonner Anwalts. Die Vorgehensweise wird zunächst so sein, dass wir uns zu dem erheblichen Tatvorwurf zunächst nicht äußern werden. Wir werden uns zunächst ansehen, was wird vorgeworfen, welche Beweise liegen vor. Und so dann wird mit dem Mandanten zusammen erörtert und besprochen werden, was weiter zu tun ist. 4 mutmaßliche Goldräuber sind noch auf der Flucht. Die Polizei fahndet mit Fotos nach ihnen. Kawa Hobangasi aus Rheinbach. Er ist den Ermittlern bestens bekannt, weil er auf eBay tausende hochwertige Uhren verkauft, aber nie geliefert haben soll. Die Polizei fahndet schon seit Monaten nach ihm. Der 25-Jährige soll Drahtzieher der Goldraubbande sein. Zusammen mit dem Bonner Giwa Hajabi. Der 28-Jährige ist besser bekannt als Rapper Xatar. Hier links im Bild mit seinem Rapper-Kollegen Sammy. Auch nach ihm sucht die Polizei. Sammy mit bürgerlichem Namen Sami Abdelhadi. Er soll Ende September 2009 in eine Schießerei auf dem Brüserberg in Bonn verwickelt gewesen sein. Bandenkrieg auf offener Straße. Hintergrund der Auseinandersetzung vermutlich ein Drogendeal. Nach den Flüchtigen wird intensiv gefahndet. Wir gehen davon aus, dass sich diese im Ausland aufhalten, schwerpunktmäßig in Osteuropa. Die Polizei sucht jetzt